Heute komponiere ich die Musik zum Trailer zu der neuen Planetarium-Show Zu den Sternen, wobei ganz neu komponiert wird die nicht, denn der Editor hat bestehende Musik aus meiner Musik zur Show genommen und darauf den Trailer geschnitten und das muss jetzt noch ein bisschen getunt werden. Gucken wir uns doch einfach mal an, wie der Trailer jetzt aussieht. Ja, am Ende konnte man jetzt schon sehr gut sehen und hören, dass die Musik auf einmal ja weg ist und verschwindet, gerade da, wo der Titel kommt. Und das liegt auch daran, dass hier in der Originalshow meine Musik auf einmal mit einem Klavierthema beginnt, was jetzt natürlich überhaupt nicht passt. Und was jetzt noch fehlt, dass am Ende noch der Sprecher kommt, der dann sagt, zu den Sternen, die neue Show oder was auch immer wieder aufgenommen haben, die Sprache ist schon aufgenommen worden. Und das muss jetzt natürlich ein bisschen ausgefüllt werden. Ich gucke auch mal, ob man am Anfang noch ein ganz kleines bisschen was machen kann. Gucken wir uns doch erstmal die Originalszene an, auf die eigentlich komponiert wurde. Jetzt lösche ich erstmal das Videofile von der Show. Jetzt importiere ich das Trailer-Video. Damit ich den Ton auch gleich richtig anlege, importiere ich auch den Ton aus dem Video. Als Syncpoint nehme ich den dritten Ton von dem Horn. Ich kreiere einen Marker-Track und setze einen Marker. Jetzt muss ich nur noch die dritte Note von dem Horn suchen und an der richtigen Stelle auf Schneiden drücken. Jetzt aktiviere ich das Raster und wähle Events aus. Jetzt wähle ich das Video aus und den Ton und schiebe es an die richtige Stelle, bis es hier einrastet. Und jetzt kann ich den mir zugeschickten Ton erstmal muten. Jetzt lasse ich den Film erst nochmal ablaufen, um zu gucken, ob auch wirklich alles passt.
Okay, das passt perfekt, aber der Start ist noch etwas plötzlich. Am Anfang hören wir einen Sound, den ich mit Noir und ein paar D-Days gebaut habe. Das zweite Element sind Sounds, die ich mit meinem Modularsystem erzeugt, dann weiter bearbeitet und als Audiofiles abgespeichert habe. Das Noir-Piano möchte ich etwas später einsetzen lassen, nämlich dann, wenn dieser Strahl von unten nach oben kommt, ungefähr hier. Und das heißt, hier setze ich mir einen Fade-In ganz langsam. Hören wir uns nochmal die vier Sounds am Anfang an. Die zwei letzten Sounds finde ich wirklich super passend, die sind nur zu leise, muss ich also lauter machen und vor allen Dingen auch einen Fade-In kreieren. Jetzt füge ich mal den ersten und zweiten Sound hinzu, die sind ja sehr ähnlich und füge hier auch mal ein Fade-In hinzu. Ich probiere mal die ersten beiden Magic Frog Sounds, die tiefer sind, später einzublenden. Okay, jetzt muss ich den letzten Akkord finden und so fängt das Ganze an. Ich glaube, der letzte logische Akkord wäre D-Dur. Aber ich probiere mal aus, ob ein paar andere Akkorde am Schluss auch passen. Okay, dann höre ich doch mal auf G-Dur auf. Der wichtigste Sound hier, das Pad, kommt von Novo Essentials Heaviosity.
Und ich gucke mir, wo ich den letzten Akkord hinsetze, nämlich da, wo der Titel kommt. Und das ist hier. Und da setze ich mir jetzt einen Marker hin. Und jetzt ist es ziemlich genial, dass ich im Marker-Track auch die globalen Spuren habe. Und jetzt habe ich mal den Marker-Track eingeschaltet. Auf geht's zum Editing. Okay, das klingt schon mal super, aber der Fade-Out funktioniert nicht, den muss ich gleich editieren und der ganze Part ist etwas zu lang, der muss also verlängert werden. Als nächstes kümmere ich mich um den Bass. Vielleicht spiele ich den neu ein und die einzelnen Töne habe ich frei eingespielt ohne Metronom. Deswegen setze ich mir dafür jetzt auch nochmal ganz schnell ein paar Marker. Und jetzt spiele ich einen dreckigen Sound mit dem Korg Volca Keys ein. Und den Bass spiele ich jetzt nochmal eine Oktave höher. Jetzt fahre ich etwas Lautstärkenautomation beim tiefen Bass. Und jetzt der höhere Bass.
Ich probiere mal, etwas Raum auf dem Bass drauf zu packen. Hier gibt es einen Sound, der heißt Mr. Love, der wird kurz vor Ende eingefadet und dann wieder raus. Mal gucken, was er so macht. Das ist einer der Signature Sounds, den ich für die Show kreiert habe und deswegen werde ich den auch benutzen. Allerdings etwas lauter machen, Fade in, Fade out programmieren und die Tonhöhe auch noch anpassen. Den Track dupliziere ich jetzt und mache ihn mal eine Oktave höher. Und noch ein Duplikat und nochmal eine Oktave höher. Und jetzt kommt noch der Crystallizer von Soundtoys hinzu. Jetzt gucke ich mir noch die Melodie an, denn die Hörner und Geigen passen nicht so ganz mit dem letzten Akkord zusammen. Und das Gleiche mit den Geigen.
Und jetzt nehme ich nochmal die tiefen Blechbläser auf, die mit Elbin 3 gespielt werden. Und am Ende füge ich noch etwas Chor hinzu. Um dieses Hauptpad noch etwas aufzuräumen, schneide ich zuerst die Bässe weg, denn die haben wir ja in den tiefen Bläsern schon genug, in den Subbässen sowieso. Dann haben wir nochmal einen Equalizer, der die Bässe etwas anders wegschneidet, also ein anderes Filter. Dann haben wir noch zwei dynamische Equalizer im Fabfilter Pro Q3 und dahinter gibt es nochmal einen Sooth 2, den ich lustigerweise extrem selten für Vocals oder so einsetze, aber sehr, sehr gerne wirklich für Synthesizer-Sounds oder hier in der ganzen Show auch für die Flöte. Und wir hören mal zuerst, wie es ohne die Effekte klingt und dann mit den Effekten. Und einmal hin und her schalten. Nach nur einem Tag bekam ich schon Feedback vom Kunden und der war noch nicht ganz so zufrieden und hatte mir seine Wünsche nicht nur als Text in der E-Mail zugeschickt, sondern das Ganze in Adobe Premiere auch schon zusammengeschnitten und mir als WAV-File zugeschickt und als drittes auch noch ein Screenshot davon geschickt. Das ist natürlich mega geiler Luxus, damit kann ich arbeiten. Und wir hören mal in seine Version rein. Nicht wundern, da gibt es kurze Lautstärkenunterschiede. Das liegt daran, dass er mit verschiedenen Versionen von mir gearbeitet hat. Und wir hören mal in die zweite Hälfte rein. Also er geht erstens wieder zurück auf die Tonika, auf D-Dur und der vorletzte Akkord ist auch schon in dem Stück drin vorgekommen. Das ist die eine Sache, die er haben wollte, dass wir wirklich auf der Tonika enden und die andere Sache, es sollte nicht so eine große Dramaturgie haben. Ich habe ja doch ein sehr großes Crescendo eingebaut und er sagte, es klingt ihm zu fanfarig, also ganz so groß sollte es nicht sein. Und ich habe da einen kleinen Kompromiss gemacht. Wir hören mal rein. Also hier ende ich, wie gewünscht, auf D-Dur, auf der Tonika.
habe aber als vorletzten Akkord nicht C9, sondern den G-Dur-Akkord, den ich ja unbedingt haben wollte. Ich habe den dann einfach nicht als letzten, sondern als vorletzten Akkord genommen. Das fand er aber auch nicht ganz so gut, sodass wir wirklich nachher auf seine Version gegangen sind. Und generell war ihm das auch noch zu fanfarig. Also wenn ich jetzt mal die Streicher und das Horn abspielen lasse, dann können wir sehen und hören, dass es wirklich eine einzige Aufwärtsbewegung ist und wir natürlich am Schluss eigentlich die größte Dramaturgie haben und das war zu viel. Aber ich lasse mal kurz die Melodie alleine ablaufen, dass wir die mal kurz anhören können. Und das war eben auch noch zu viel, sodass ich in der nächsten Version erstens den Akkord so gesetzt habe, wie er das haben wollte. Und zweitens geht die Melodie auch von oben wieder nach unten. Was ich dann auch noch wirklich weggelassen habe, das ist der Chor. Wir haben einerseits einen Chor, der noch ein paar Töne spielt oder singt. Das war auch zu viel und dann hatte ich sogar noch eine Solo-Sopransängerin, die wirklich nur leise im Hintergrund war, aber trotzdem diesen hohen Ton sehr krass noch mitbetont. Und das alles, das wirkt natürlich schon ziemlich krass. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen das Ganze etwas zurück. Und so klingt jetzt die aktuelle Version, jetzt nur der zweite Teil. Und eine sehr coole Idee vom Editor war, dass wir am Schluss den Bass alleine stehen lassen. Damit der Bass ja wirklich alleine steht, habe ich nicht nur einzelne Sounds weggefadet, jetzt die Streicher zum Beispiel, sondern habe auch noch mit einem Filter gearbeitet. Wir hatten hier ein Bass-Sound von dem Pad Phantom Breeze. Und da ist trotzdem noch sehr, sehr viel hoher Frequenzanteil mit dabei. Und damit das nicht da ist, sondern wir wirklich am Schluss nur einen Bass haben, habe ich hier noch einen Low-Pass-Filter draufgesetzt, der langsam zugeht, sodass wir wirklich nur Bass am Ende haben. Und dasselbe noch bei dem einen oder anderen Sound gemacht. Eine andere
Änderungen gab es auch noch am Anfang. Da hatte ich den Bass eingefadet an der Stelle, wo dieser Strahl nach oben geht. Da hatte ich das sehr, sehr weich gemacht. Und ja, da hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich das doch wieder relativ plötzlich anfangen lasse, weil dieser Einsatz wirklich genau dann da ist von dem Bass, wenn dieser Strahl nach oben geht. Ich zeige mal nur diesen einen Sound. Also genau da, wo dieser Strahl ins Weltall schießt, kommt dieser Bass-Sound. Und das war auch der Sound, auf den er sich gesetzt hatte, als er das Editing an dem Video gemacht hatte. Und dann ist natürlich blödsinnig, wenn ich den Bass-Sound langsam wieder einfade. War also nicht perfekt für die Dramaturgie. Und so klingt jetzt der Anfang. Am Ende der Zoom-Session haben wir gemeinsam noch die passenden Sprachtags rausgesucht und an die richtige Stelle gesetzt. Hier ist das fertige Ergebnis. Von hier aus kannst du ins Weltall sehen, um den Lauf der Sterne zu verstehen. Sternen. Die Astronomie-Show zur Wiedereröffnung des Planetarium Bochum.